Genau, mein Thema ist Ransomware, I don't care. Also die Frage, wie kann man seine Endpunkte schützen, insbesondere eben den Weg ins Internet, weil der Browser immer wieder neue Gefahren birgt. Und wie haben wir hier eine Lösung designt? Ganz kurz zu meinem Hintergrund. Ich komme von der Rode und Schwarz Cyber Security. Die Rode und Schwarz Cyber Security ist eine Tochter von der Rode und Schwarz. Sie kennen die Rode und Schwarz wahrscheinlich eher von Messtechnik, Funktechnik. Also das ist ein Familienunternehmen, das seit über 80 Jahren im Markt ist, wo jetzt aber strategisch entschieden worden ist, auch massiv im Cyber Security Markt zu investieren. Schon seit über 20 Jahren wird da auch schon Kryptografie gemacht, aber seit letztem Jahr wurden auch mehrere Firmen aufgekauft, um den Bereich IT-Security in Deutschland nochmal zu stärken. Und momentan sind wir jetzt deswegen schon fast 400 Mitarbeiter geworden. Mein Thema, ganz kurz zum technischen Hintergrund, was ist die Gefahr, die von außen kommt, vom Internet, wie funktioniert Ransomware, auf was bauen die auf? Das zentrale Thema eigentlich sind die sogenannten Zero-Day-Schwachstellen, die immer wieder vorhanden sind in der Systemsoftware, in Browser-Software, im Betriebssystem. Das sind also Schwachstellen, Sicherheitslücken, die im System drin sind, die noch nicht bekannt sind und nicht gepatcht sind, die dann eben ausgenutzt werden können, um eben auf System zu kommen über viele Angriffsvektoren, aber insbesondere eben auch übers Internet. Und das ist in den letzten Jahren eben sehr stark geworden, einfach durch eine Änderung im Markt. Die Cyber Security oder die Cyber Crime eigentlich ist ein echt lukrativer Markt geworden. Es sind viele professionelle Organisationen unterwegs, bis hin zu Sicherheitsbehörden, die NSA oder so weiter, die da wirklich Interesse dran haben, eben diese Lücken auch im Markt zu halten, dass sie die benutzen können. Und dadurch ist dieser Markt entstanden, dieser dunkle Markt, an Tools, um auch diese Dinge zu handeln und eben auch die Gefahren dadurch. Und hier von einem Mitbewerber war hier mal als Empfehlung hier steht, was kann man denn überhaupt noch tun? Und es war im Prinzip fast eine Bankrotterklärung. Ja, man sollte eigentlich vermeiden, wenn man sich im Internet bewegt, auf fragwürdige Seiten zu gehen. Und das kann natürlich nicht die Lösung sein. Was auch passiert ist in den letzten Jahren, ist, dass die klassische Gegenpol dazu, also diese typische Endpoint Security, vor 10 Jahren war das eben Antivirus-Software, dass die eben nicht mehr wirkungsvoll ist. Die ist eben nicht mehr wirkungsvoll auf diese Zero-Day-Lücken, weil dieses ganze Antiviren, die auf Muster basiert, auf bekanntem Verhalten, auf bekannten schädlichen Verhalten basiert ist, eben darauf getrimmt ist, dass ich die Angriffe schon kenne und gegen die bekannten Sachen kann ich mich schützen, aber gegen neue Dinge wie die Zero-Day-Exploits kann ich mich eben nicht schützen. Da gab es dann eine berühmte Aussage eines Semantik-Mitarbeiters, das heißt Marktführers, der gesagt hat, Antivirus ist tot. Damit meinte er eben die typische Vorgehensweise, wie Antivirus funktioniert hat, eben auf Signaturen aufbauend gegen bekannte Angriffe. Weil das eben ein Problem im Markt ist, brauchen wir einen neuen Zugang, um quasi Sicherheit herzustellen, um die Endpunkte sicher zu machen. Um ein Beispiel heranzuführen, Antivirus und klassische Sicherheitslösungen sind eher reaktive Ansätze, um im Automobilbau zu reden, eher sowas wie ein Airbag, also wenn irgendwas passiert, dann tut es weniger weh. Wohin wir wollen, ist so proaktiven Ansätzen, die wirklich sagen, man kommt gar nicht ins Schleudern. Also wirklich schon das System so designen, die Architektur so designen, die Sicherheitsarchitektur, dass eben man gar nicht in diese Verlegenheit kommt, massiv angegriffen zu werden. Browser, um nochmal ein bisschen weiter auszuholen, Webbrowser, der Hauptzugang ins Internet, den wir haben, sind immer wieder in den Schlagzeilen, also hier fast jeden Monat war der Flash drin, der Internet Explorer wird immer wieder angezogen, andere Browser werden angegriffen, fast 70-80% der Schadsoftware kommt heutzutage über den Browser auf das Netzwerk, über die Internetschnittstelle. Das liegt einfach daran, dass der Browser ein unheimlich mächtiges Werkzeug geworden ist,
Für die Webseitenprogrammierer bietet er eine volle Programmierumgebung an. Das heißt, ich surfe auf eine Webseite, da wird Code heruntergeladen von der Webseite, der wird bei mir auf dem Rechner ausgeführt und dann habe ich eben das Problem, wenn dann eben ein Zero-Day-Exploit in meinem Browser ist, in meinem Betriebssystem, dann kann ich den eben als Angreifer schön ausnutzen, programmieren, um im Prinzip Zugriff zu erlangen. Weil das eben die Situation ist, man kann es nicht mehr wegdenken, man braucht auch diese Mächtigkeit im Web. Was ist unsere Lösung, um den Internetzugriff sicher zu machen? Wir haben hier einen schematischen Aufbau von einem Computer. Man hat quasi das Intranet und man hat das Internet. Und die Gefahr, die jetzt besteht, der typische Internetzugang ist eben so angelegt, dass ich irgendwo meinen Ausbruch habe, mein Perimeter hier unten in der Ecke. Da ist dann typischerweise ein Webproxy oder ein Antivirenfilter dort. Und weil eben der Virenfilter nicht alles finden kann, nicht alles fassen kann, kommen Viren eben doch durch, können durch den Browser letzten Endes ins interne Netz und sich dann da ausbreiten und alles zerstören. Was ist unsere Lösung gegen dieses Dilemma? Unsere Lösung sagt, ja, wir müssen eigentlich, wir können quasi diesen Zugang nicht komplett absichern, wir können nicht verhindern, dass der Browser angreifbar ist, also das ist der falsche Weg, sondern wir sagen, wir wollen den Browser abtrennen von dem restlichen System, also im Endeffekt eine Zwei-Browser-Strategie fahren. Wir haben den einen Browser hier rot, das ist der Browser in der Box, der geht ins Internet raus. Und wir haben den internen Browser zum Beispiel, wo dann eben, wo ich meine strategischen Dokumente habe und so weiter. Und die Bereiche, was die rote Linie zeigt, werden streng isoliert. Was wir dann weitermachen, das ist jetzt ein schematischer Aufbau, wie bekommen wir diese Isolation hin? Also Sie sehen jetzt hier wieder den Windows-Computer schematisch. Da haben wir links das Anwenderkonto, in dem der Benutzer arbeitet, seine Applikationen laufen lässt und davon abgetrennt ist in Windows ein extra Konto, das Bitbox-Konto und darin läuft eine virtuelle Maschine, also wirklich mit Komplett-Virtualisierung mit einem Linux. Und darin läuft der Webbrowser. Das heißt, wenn jetzt der Webbrowser angegriffen wird, wenn eben ein Zero-Day-Exploit im Webbrowser ist, sieht der Angreifer nur ein Linux-System, kein Windows-System und das ist gekapselt in der virtuellen Maschine und somit kann er überhaupt an dem Windows keinen Schaden anrichten. Genauso wichtig wie die Kapselung des Browsers selbst ist aber jetzt die Kapselung auch des Netzwerkverkehrs, weil wenn ich jetzt mir vorstelle, ich bin als Angreifer schon mal hier drinnen in dem Webbrowser und habe ja Netzzugang auf jeden Fall, der Browser muss ins Netz und er könnte jetzt hier einfach so in das Intranet gehen, dann könnte er auch wieder über diesen Weg ins interne Netz eindringen und da weitere Lücken suchen. Deshalb ist genauso wichtig, nicht nur die Isolation des Browsers, sondern auch die Isolation der Netzwerke. Das haben wir auch gemacht. Das heißt, der Browser wird nochmal mit einer zweiten virtuellen Maschine quasi verbunden mit einem Web-Gateway und das Web-Gateway geht dann direkt ins Internet. Das heißt, der Browser über diese Koppelung kann nur ins Internet. Der kann überhaupt nicht ins interne Netzwerk rein. Und was aber genauso wichtig ist, wo ich dann gleich auch nochmal zu den typischen Ransomware-Angriffen komme, andere Anwendungen können auch nicht auf dieses Web-Gateway. Die kommen hier nicht in diesen Punkt und kommen also nicht nach draußen. Das heißt, ich kann hier einfach zum Beispiel als Anwendung auch den Internet Explorer laufen lassen. Der kann nicht ins Internet, den kann ich noch genauso verwenden, um interne Webportale zu bedienen. Der kann aber eben nicht ins Internet und kann dadurch nicht angegriffen werden. Und wenn ich jetzt eben typische Angriffe anschaue, die auch über andere Kanäle, also erstmal andere Kanäle reinkommen wie den Browser, zum Beispiel hier eine Phishing-Mail, dann passiert das so, das ist jetzt eine klassische Phishing-Mail, ich bekomme als Mitarbeiter irgendeine Mail zugesandt, wo ein Text drin steht, der mich dazu verleitet, auf den Link zu klicken und dann, wenn ich den Link anklicke, geht normalerweise der Browser auf und der geht eben auf eine Webseite, die so programmiert ist, dass sie irgendeine Lücke, Sicherheitslücke ausnutzt im Browser. Das können Sie jetzt im Prinzip gefahrlos machen, weil der Browser, der geöffnet wird, ist der Browser in der Box. Deshalb wird eben die Schadsoftware eben in dieser Kapsel bleiben und kann keinen Schaden anrichten. Also, und insbesondere, wenn es zum Beispiel ein Link auf Ransomware wäre, der Ihre Festplatte verschlüsseln will, kann er das nicht. Der könnte maximal die Linux-Maschine verschlüsseln, aber eben nicht das Windows.
Und die Linux-Maschine, das Schöne ist, selbst wenn er jetzt da ein Linux-Angriff drin wäre, der die ganze Linux-VM verschlüsseln würde, Sie müssten den Browser nur neu starten, dann wird er automatisch wieder zurückgesetzt auf den sauberen Anfangszustand, weil die Virtualisierung erlaubt mir eben, Schnappschüsse von verschiedenen Zuständen zu machen. Wir haben eben einen sauberen Schnappschuss immer als Startpunkt der Browser-Session. Ähnliches gilt für Ransomware, die über Office-Dokumente reingelotst wurde. Also auch wieder, Sie bekommen eine E-Mail, da ist ein Office-Anhang dran, Sie öffnen jetzt das Office-Dokument und da ist jetzt ein Makrovirus drin oder Makroschädling. Typischerweise ist eben dieser Makro noch nicht das Problem, der wirklich die Festplatte verschlüsseln würde, sondern dieser Makrovirus, der verbindet sich jetzt wieder ins Internet und lädt den eigentlichen Schadcode nach. Und auch hier wieder die zweite wichtige Eigenschaft von Browser in der Box ist, also hier öffnet sich jetzt überhaupt kein Browser, also Sie kommen auch nicht in die Box, aber der Weg ins Internet ist versperrt für diese Malware, Sie kommen gar nicht rein, deshalb wird der Trojaner überhaupt nicht aktiv. Also auch da schützt eben diese Isolation der Netzwerke gegen diese Schadsoftware, die auch über E-Mail-Anhänge reinkommt. So, dieser Browser in der Box, den ich Ihnen jetzt gezeigt habe, der ist erstmal entwickelt worden für klassische Fat-Client-Computer-Architekturen, also wie Laptops, PCs. Da ist da auch sehr skalierbar und im breiten Einsatz. Also unsere größte Installation hat 40.000 Client-Computer. Es gibt aber auch Kunden, die haben andere Infrastrukturen. Die haben eben nicht Fat-Clients, sondern die haben zentrale Infrastrukturen mit Terminal-Servern und Thin-Clients. Und da haben wir, wenn man die Architektur anschaut, ist erstmal das Bild, das ich vorher gezeigt habe. Statt Windows haben Sie jetzt hier einen Windows-Server unten drunter, erstmal auch kein Problem. Wo das Problem erstmal losgeht, ist typischerweise läuft dieser Windows-Server jetzt auf einer virtuellen Plattform. Also VMware wird oft eingesetzt oder Citrix Xen-Server oder auch Hyper-V. Und jetzt haben Sie ein Thema, ein technisches Thema. Sie haben hier unten eine Virtualisierung, auf der der Windows-Server läuft und oben drüber unsere virtuelle Maschine. Also Sie haben quasi eine geschachtelte Virtualisierung. Technisch funktioniert das, aber es ist halt langsam. Und was wir jetzt gemacht haben, ist, wir wollen das auch trotzdem lauffähig machen. Wir haben gesagt, okay, wir müssen einfach diese Schachtelung aufheben. Warum sollen wir eigentlich die Virtualisierung hier doppelt haben? Wir müssen ja nur sicherstellen, dass dieser Browser in einer extra Maschine läuft, also nicht auf dem Windows-System. Deshalb haben wir einfach diese innere Virtualisierung rausgeworfen und verlagern den Browser einfach neben das Windows. Also er läuft nicht mehr im Windows, er läuft neben dem Windows. Also hier in der größeren Architektur, Sie haben hier die Thin Clients, die sind mit Ihrem Virtualisierungsserver connected. Und wenn man jetzt hier reinzoomt in so einen Windows-Server, haben Sie jetzt lediglich die Browser-Anzeige in Ihrer Windows-Session und die Browser, die laufen genau wie bei Bitbox in der virtuellen Maschine daneben, neben dem Windows. Dadurch können Sie genau die gleiche Infrastruktur verwenden, also Ihren Virtualisierungsserver, den Sie eh haben, für Browser in der Box. Die ganzen Eigenschaften, die Sie auch vom Browser in der Box haben, gelten da genauso weiter. Also Sie haben die Isolation, Sie haben auch die Isolation der Netzwerke. Wenn Sie Interesse haben, wir haben da hinten einen Stand, die Odeon Schwarz Cyber Security, kommen Sie gerne vorbei. Sie können das auch runterladen. Was Sie mitnehmen sollten, ist, ja, durch diese Kapselung und durch die Trennung vor allem von Intranet und Internet haben Sie einen Schutz vor vielen Gefahren aus dem Internet, insbesondere beim Websurfen, aber auch typische Ransomware-Angriffe, die über E-Mails einkommen. Und das Ganze gibt es eben für Fat-Clients und für Thin-Clients. Das war auch schon mein Vortrag. Vielen Dank. Unser Stand ist, wie gesagt, da hinten. Wir freuen uns, wir können Ihnen das auch live zeigen, beide Versionen. Wir freuen uns, wenn Sie bei uns vorbeikommen. Also vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Für uns ist die Messe jetzt zu Ende. Das war die ITSA 2016. Und mehr Informationen zur Messe und zu unseren Beiträgen findet ihr unter itsa16.qsofu.com. Falls ihr keine Lust mehr auf Security und Technik habt, schaut einfach mal in die Endcard. Da findet ihr weitere Informationen zur Gamescom 2016. Da haben wir auch einige Beiträge für euch vorbereitet.